der Einfluss in den Firmen ist nicht zu unterschätzen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn Frauen anwesend sind, dass dann die ganzen Männer doch ein bisschen geschmeidiger sind und dass das im Team, in dem gemischten Team eigentlich immer am besten funktioniert. Deswegen freue ich mich über jede Frau, die ins Handwerk kommt. Ich möchte wirklich mitgeben, dass wir Frauen brauchen, dass wir die Expertise, die Kompetenz brauchen, aber auch die Soft Skills, die Frauen mitbringen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir eine Digitalisierung und ein Handwerk dann nur in die Zukunft gut entwickeln können, wenn wir mehr Frauen attraktivieren können für diese Berufe. Talk in der Werkstatt. Hier, Sie sehen es in der Holzwerkstatt des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main. Digitalisierung und Handwerk, ist das nicht ein Widerspruch? Und was haben damit Frauen zu tun? Wir sind in den letzten Jahren deutlich vorangekommen. Das Handwerk war schon immer sehr gut darin, alle Herausforderungen der neuen Zeit einfach einzubauen und sich weiterzuentwickeln. Viele stellen eben fest, dass es am Ende eine Verschnellerung bringt, eine Vereinfachung, eine Einsparung von Kosten. Und deswegen lohnt sich die Digitalisierung in jedem Fall. Und wir können als Kammer auch die Betriebe unterstützen. Also ich habe meine Beratung gegründet aus dem Grund, weil ich in dem Unternehmen meines Vaters die Digitalisierung vorangetrieben habe. Ich glaube, der Kommunikationsfluss, das ist der Schwerpunkt. Wenn der nicht funktioniert, dann geht auch ganz viel verloren und man verliert noch mehr an Zeit. So, Frau Kriegsch, das kommt Ihnen doch alles, glaube ich, ein bisschen bekannt vor. Das hätten wir gerne und das würden wir gerne, aber das funktioniert nicht, weil die Manpower oder die Womanpower jetzt in dem Fall eben gefehlt hat. Und da habe ich das dann angefangen, diesen Digitalisierungsprozess konkret umzusetzen. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob du da 10 Fotos oder 100 Fotos hast. Es ist halt eine riesen Erleichterung für alle und eben auch dieses Papierlose. Es ist wirklich bei uns glücklicherweise reibungslos verlaufen. Das tut uns allen gut, weil am Ende des Tages ist Digitalisierung nichts, was sozusagen von out of the blue über uns kommt. Wir ducken uns weg und warten, bis es vorüber ist. Nein. Ich glaube, Frauen im Handwerk, die haben ganz viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass Frauen eins zu eins Männer ersetzen können in jeglicher Form. Aber die Digitalisierung, das Verkaufen, da bin ich felsenfest überzeugt. Meine ersten Tage auf der Baustelle waren jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil ich hatte von nichts eine Ahnung. Und ich wurde natürlich auch ordentlich vereiert am Anfang von den alteingesessenen Gesellen. Und die Voraussetzungen sind im Moment so gut, wie sie noch nie waren, ja, dass Frauen ins Handwerk kommen. Ich kann mich da reinarbeiten. Aber ich muss mich da erst reinarbeiten. Ich muss mir dieses Wissen erst aneignen, was da gefordert ist. Wir brauchen das Werken wieder, weil wir sonst Welten vom Handwerk einfach entfernt sind und die Kinder überhaupt gar nicht mehr lernen, welche Handwerke gibt es, was machen die überhaupt. Ja? Ich bleibe auch dem Handwerk treu, weil ich finde, das ist eine ganz tolle, ehrliche Branche. Also ich bin mit groß geworden, es gibt für mich nichts. Es gibt keine Alternative. Ja, Digitalisierung, jetzt verliere ich meinen Job. Jetzt, das ist ja totaler Humbug. Mhm. Es ist das nächste Werkzeug, wie Sie es so schön nannten, was Erleichterung zusichert. Das ist auf jeden Fall. Der rote Faden dieser Digitalstrategie heißt, Digitalisierung soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Ja. Digitalministerium, Handwerkskammer, wir wollen Initiativen auf den Weg bringen, um das Thema Frauen und Digitalisierung und Handwerk und Beruf wirklich mehr in die Breite zu bringen. Ich möchte einfach, dass das Handwerk wieder mehr geschätzt wird, auch in der Gesellschaft, weil das geht absolut verloren. Klimaschutz ohne Handwerk ist nicht möglich. Deswegen ist vielleicht mein abschließender Spruch, demonstrieren ist gut, installieren ist besser. Herzlichen Dank.